Oh, nicht schlecht. Lagen wir gar nicht so weit daneben. Vielleicht sollten wir als Nebenberuf Wahrsager werden. Wir haben es in unserer Vorschau 2015 prophezeit. The Elder Scrolls Online wird free to play. Naja, zumindest so ein bisschen. Ab dem 17. März werden auf jeden Fall alle monatlichen Gebühren wegfallen. Das bedeutet, ihr zahlt nur noch einmal und das war's dann. Selbiges gilt dann auch für die Konsolenversion. Allerdings habt ihr die Möglichkeit, ein optionales Abo abzuschließen, welches euch verschiedene Boni und besondere Download-Inhalte bietet, für die ihr sonst etwas zahlen müsstet. Ach ja, und solltet ihr ein Abo haben, wird das natürlich in die neue Form umgewandelt. Passend dazu gibt's auch gleich einen neuen Namen für das Ganze: The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Ist das der erste Schritt in Richtung Free-to-Play oder nicht? Schreibt uns in den Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook, klickt den kleinen Abo-Button, wenn ihr euch schon da unten rumtreibt, und dann schärft schon mal die Klingen und lernt eure Zaubersprüche. Denn Drachen ist das ziemlich egal, ob ihr was zahlt oder nicht.